Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute bei uns zu Gast in der Sky Lounge der DFV Mediengruppe in Frankfurt ist der Rechtsanwalt Steuerberater Dr. Matthias Scheifel von Hengeler Müller. Heute geht es um die Frage der Mitteilungspflichten nach DAG 6. Herzlichen Dank, Herr Kollege Scheifel, dass Sie die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein und sich mit uns über ein sehr aktuelles Thema zu unterhalten. Aber vorab, was tun Sie genau bei Hengeler Müller? Ich berate im Unternehmenssteuerrecht. Zu meinen Mandanten zählen in- und ausländische Unternehmen, Finanzdienstleister, Private Equity Investoren, aber auch vermögende Privatpersonen. Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich M&A, Neuordnung von Unternehmen, Kapitalmarkttransaktionen und auch Tax Compliance im Sinne, dass wir Mandanten helfen, Sachverhalte aufzuarbeiten und gegebenenfalls auch nachzuerklären bis hin zur Selbstanzeige. Unser heutiges Thema sind ja die DAG 6 und Sie haben ja auch gerade schon das Thema M&A in der Praxis angesprochen. Wir haben ja mittlerweile seit einem Dreivierteljahr in Deutschland diese Mitteilungspflichten bei Steuergestaltung. Wie sind da Ihre ersten praktischen Erfahrungen? Ja, gemischt. Wir hatten ja letztes Jahr durch das Auftreten der Corona-Pandemie allesamt viel zu tun. Das betraf dann aber eben auch die Steuerrechtsabteilungen in den Unternehmen und die steuerberatenden Berufe. Denken Sie an Themen wie die Beantragung von Covid-Hilfen, denken Sie an das Management von Steuervorauszahlungen, da musste viel angepasst werden. Das heißt, das sind viele Zusatzaufgaben auf die Branche hereingeprasselt. Und dann kam gewissermaßen zur Unzeit am 1. Juli letzten Jahres das Inkrafttreten der Mitteilungspflichten. Und viele Unternehmen, die gerade dabei waren, ihre Compliance-Systeme auf die neue Regelungslage anzupassen, waren dann kurzfristig, das muss man so offen sagen, überfordert aufgrund der Vielzahl von neuen Themen, unerwarteten Themen, die hereingeprasselt sind. Und da bestand dann meines Erachtens die berechtigte Hoffnung, dass die Regierungen Einsicht zeigen und gewisse Erleichterungen, zeitlichen Aufschub gewähren. Diese Hoffnung ist dann allerdings, was Deutschland betrifft, dann bitter enttäuscht worden. War Deutschland denn da überhaupt frei? Deutschland war darin frei. Die Kommission hat den Mitgliedstaaten gewissermaßen den Freibrief gewährt, nach eigenem Ermessen zeitliche Erleichterungen anzubieten im Hinblick auf die Erfüllung der Mitteilungsfristen. Deutschland war dem Vernehmen nach sogar einer der Hauptbefürworter solcher Erleichterungen zunächst, hat dann aber erstaunlicherweise selbst von diesen Erleichterungen nicht Gebrauch gemacht. Und das hat dann eben gerade in den Sommermonaten zu einigen Verwerfungen geführt und es hat dann nach meiner Wahrnehmung in der Branche einiges an zusätzlichem Engagement erforderlich gemacht, um die Compliance-Systeme dann halbwegs, möchte ich sagen, dann in Form zu bringen, um mit diesen neuen Anforderungen dann diese neuen Anforderungen zu bewältigen. Was sind denn da die größten Herausforderungen bei den Mitteilungspflichten bei M&A-Projekten? Man muss sehen, dass es zunächst mal ein Massenverfahren ist. Man muss erstmal gewissermaßen seine eigenen Mandate als Berater, aber auch als Unternehmen die eigenen Projekte erstmal erfassen. Und dann besteht die zusätzliche Herausforderung, gewissermaßen die relevanten herauszupicken. Und die größte Herausforderung besteht darin, die im Gesetz formulierten Kennzeichen, die eine Mitteilungspflicht begründen, dann richtig auszulegen und auf die eigenen Fälle anzuwenden. Und hier besteht nach wie vor ein, sage ich mal, gerüttelt Maß an Rechtsunsicherheit. Diese Kennzeichen, die im Gesetz stehen, die sind für sich sehr vage formuliert und es gibt bisher kaum Auslegungshilfen. Es gibt, Gott sei Dank, muss man sagen, einen Entwurf eines BMF-Schreibens, der sich mit der Auslegung dieser Normen beschäftigt. Dieses Schreiben ist allerdings, wie gesagt, nach wie vor ein Entwurf und überdies selbst noch zu unkonkret in vielerlei Hinsicht. Das heißt, es besteht nach wie vor große Unsicherheit darüber, ob auch gängige Strukturen im M&A-Kontext nunmehr mitteilungspflichtig sind oder nicht.
Für unsere Zuschauer kann man vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen von so schwerwiegenden Problemen, die im Moment diskutiert werden in dem Zusammenhang? Das kann man, das geht bei relativ profanen Sachverhalten los. Stellen Sie sich vor, ein steuerausländisches Unternehmen plant eine Investition in Deutschland. Dann stellt sich grundsätzlich auch die Frage, wie man diese Akquisition strukturiert, ob man beispielsweise eine Erwerbsgesellschaft etabliert, ob man den Erwerb aus dem Ausland direkt nach Deutschland vollzieht oder ob man über ein deutsches Akquisitionsvehikel geht. Und dann stellen sich klassischerweise auch die Standortfragen. Und bei Standortfragen ist jeder rationale Unternehmer natürlich auch an den steuerlichen Implikationen interessiert. Und dann stellt sich die Frage, ist der Grund, dass man sich bei der Standortwahl eines solchen Akquisitionsvehikels eben auch von steuerlichen Aspekten hat leiten lassen, führt es dazu, dass ein gewissermaßen Hauptvorteil dieser Struktur dann ein Steuervorteil ist, weil damit hätte man schon einen wichtigen Schritt in Richtung Mitteilungspflicht getan. Und das ginge aus unserer Sicht zu weit, weil man muss ja sehen, diese Mitteilungspflichten sind am Ende grundrechtseinschränkend, sie sind auch Grundfreiheiten einschränkend und am Ende auch noch Bußgeld bewährt. Das heißt, man muss ja irgendwie auch sehen, dass man diese Norm dann wieder handhabbar macht und nicht ausufern lässt. Und das wäre ein klassisches Beispiel, wo gewissermaßen auch der lenkende Eingriff des Gesetzgebers oder eben auch der Verwaltung Not täte. Wo würden Sie sich denn da von der Finanzverwaltung oder vielleicht sogar vom Gesetzgeber selbst noch Hilfestellung erwarten? Ja, die Hoffnung stirbt gewissermaßen zuletzt. Sicherlich wäre es gut, wenn die Finanzverwaltung in dem zu erwartenden finalen Schreiben zur Auslegung der DAC6-Regeln die Gelegenheit ergreift, noch stärker und konkreter Hilfestellungen zu bieten. Das Grundproblem besteht ja darin, dass, wenn man diese Regeln zu weit auslegt, dass auch die Finanzverwaltung letztlich mit einer Vielzahl und ich würde sogar sagen in der Mehrzahl letztlich nutzloser Mitteilungen überschwemmt wird, die kaum Erkenntnisgewinn für die Finanzverwaltung bieten. Denn der Grundgedanke dieser Regelung liegt ja darin, die Finanzverwaltung relativ zeitnah, kurzfristig über Gestaltungen zu informieren, die bislang nicht auf dem Radar waren. Und nach derzeitiger Lesart besteht tatsächlich die Gefahr, dass hier gewissermaßen eine Masse und Vielzahl von Mitteilungen zum Bundeszentralamt für Steuern dann geschickt werden, die am Ende weder der Finanzverwaltung weiterhelfen und nützen und zum anderen eben auch die Beratende und die Unternehmenslandschaft überfordern. Sie haben das gerade in einem Nebensatz gesagt, da ist das Stichwort Bußgeld gefallen. Wie ist denn überhaupt das Sanktionssystem bei Verstoß gegen Mitteilungspflichten? Es gibt ein Sanktionssystem, das bedeutet mit anderen Worten, der Verstoß gegen diese Mitteilungspflichten stellt bei grober Fahrlässigkeit eine Ordnungswidrigkeit dar und ist dementsprechend auch ernst zu nehmen. Das bedeutet aber andersherum, also das Bußgeld wird auf 25.000 Euro begrenzt, aber das mag man im unternehmerischen Kontext noch für hinnehmbar halten, aber es ist natürlich kein Unternehmen und vor allen Dingen auch kein seriöser Berater interessiert, gewissermaßen in den Fokus eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu geraten. Das versteht sich von selbst. Und insoweit glaube ich aber auf der anderen Seite muss man dann eben auch diese starke Sanktion dann auch einschränkend ins Kalkül ziehen, wenn es um die Weite dieser Norm geht. Das heißt, hier tut meines Erachtens dann Not mit Augenmaß und dann gegebenenfalls auch einschränkend den Anwendungsbereich dieser Mitteilungspflichten auszulegen. Und auch wenn es nur in Anführungsstrichen Bußgeld ist, der Bestimmtheitsgrundsatz gilt ja trotzdem. Ich muss ja vorher als Unternehmen wissen, was ich anzeigen muss, sonst absolut kann ich nicht sanktioniert werden. Das ist auch ein verfassungsrechtliches Gebot am Ende, dass demjenigen, dem ich mit Sanktionen drohe, dem auch eine, sage ich mal, angemessene Gelegenheit gegeben wird, sich mit dem Regelungszustand vertraut zu machen und dabei dann auch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ja, herzlichen Dank für diese interessanten fachlichen Einblicke. Abschließende Frage, Sie werden sicherlich viel lesen, wahrscheinlich auch sehr viel fachlich lesen, um hier auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Abschließende Frage, was ist das letzte Buch gewesen, das Sie privat gelesen haben? Also ich bin seit früher Jugend an sehr geschichtlich interessiert. Und ein Buch, das mich gerade sehr fesselt, ist von Christopher Clark, dem berühmten Historiker, über den Aufstieg und den Niedergang Preußens. Und das ist faszinierend. Das hat fast, würde man sagen, buddenbrooksche Qualität, zu sehen, wie aus dem Nichts, quasi aus der brandenburgischen Staubwüste, eine Großmacht entstanden ist, die dann wieder verschwunden ist. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Scheifele, für Ihre fachlichen und am Ende auch nicht ganz fachlichen Einschätzungen. Herzlichen Dank Ihnen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an unserer Reihe Betriebsberater im Gespräch. Heute zu Gast war Herr Rechtsanwalt, Steuerberater Dr. Matthias Scheifele von Hengeler Müller. Und es ging um die Mitteilungspflichten nach DAG 6 aus der Perspektive der M&A-Praxis.